Und die deutsche Gesellschaft hatte den Irrglauben, Muslime über den Islam integrieren zu können. Willkommen bei Ach Gut Pogo, dem Bewegtbild der Achse des Guten, zum zweiten Teil mit Hamed Abdel Samad über sein Buch Integration, Protokoll eines Scheiterns. Die Probleme mit Zuwanderern aus dem islamischen Raum sind durch die Massenzuwanderung seit September 2015 sicherlich verschärft worden, aber sie hatten sich auch schon zuvor reiflich zugespitzt. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt die Verantwortung dafür? Auch hier gibt Hamed Abdel Samad unbequeme Antworten. Es begann mit der Ghettobildung in den 60er Jahren. Es war von beiden Seiten so gewollt und nicht anders gewollt. Die einen durften nach wie vor ihre Heimat wieder aufbauen in der Fremde und ihre Sitten und Unsitten ausleben. Und die deutsche Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, ließ sich nicht stören von Migranten. Sie wollten Migranten nicht als Nachbar haben. Die waren ihnen auch suspekt. Und dann erkannte man erst, dass es ein Problem gibt mit dem Familiennachzug. Längst folgen immer mehr Familien ihren Müttern und Vätern nach Deutschland. Türkisches Leben entsteht. Friseure, Gemüse- und Lebensmittelläden. Aus den ehemaligen Gastarbeitern werden Einwanderer in einem Land, das eigentlich gar kein Einwanderungsland sein will. In unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen aus anderen Nationen. Mit ihren Angehörigen bilden sie eine starke Minderheit in unserem Land. Es ist aber, meine Damen und Herren, notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist. Die Gastarbeiter, die kommen nicht mehr hier hin zum Arbeiten, die kommen hin, um Geschäfte zu machen, das ist meine Meinung. Man hat sie hierhin geholt, damit das man... Die Deutschen werden arbeitslos und die Gastarbeiter werden Geschäftsleute. Ja. Eine Schnellstraße hat den Kölner Stadtteil zerschnitten und die gewachsenen Wohn- und Lebensstrukturen zerstört. Deutsche Familien ziehen nach und nach aus, ausländische Arbeiter mit Familien ziehen ein. Dann kamen die Töchter und der Vater hatte Angst, die Tochter könnte irgendwann Sex außerhalb der Ehe haben, konnte von der deutschen Lebensweise fasziniert werden, eine Schande über die Familie bringen und das brachte die ganze Familie wieder zum Würgegriff des Kollektivs. Eigentlich genau das, was mit der Flüchtlingskrise genau passiert. Allahu Akbar, Gott ist groß. So lauten die fremden Gesänge der Mohammedaner, wie sie damals überwiegend genannt werden. Im christlichen Deutschland gibt man sich tolerant gegenüber den Fremdgläubigen. Firmen richten Gebetsräume ein, es gibt Kantinenessen ohne Schweinefleisch. Erste Moscheen werden gebaut. Dann kamen Kinder, die überhaupt null Chance hatten. Es kamen Jugendliche, die auf diese Gesellschaft mit Skepsis geblickt haben. Deutschland war mitten in der sexuellen Revolution. Wirtschaftlicher Erfolg. Und dann kamen Leute, die nicht einmal die Sprache können, die nicht gut gebildet sind und sie wussten, sie haben null Chance in dieser Gesellschaft. Und dann kam die Kriminalität. Sie haben sich in Gruppen zusammengeschlossen und da kam dann kriminelles Verhalten, was auch die deutsche Gesellschaft ein bisschen wachgerüttelt hatte. 1973 greift erstmals die Hysterie um sich. Ghettos in Deutschland, 1 Million Türken, titelt der Spiegel. Die Fehler wurden zwar erkannt, aber es wurde nichts unternommen, um sie zu beheben. Es war irgendwie so ein Selbstläufer, eine Frage der Zeit, bis die Kriminalität wächst. Arbeitslosigkeit kam dann später, so Gastarbeiter wurden Gastarbeitslosen. Und der Staat wusste nicht, was machen wir. Dann kam dann diese Rückkehrprämie, man gab den Türken 10.000 Mark und ein bisschen mehr, damit sie nach Hause gehen. Und das war eine Kränkung für viele Türken, die hier auch Jahre gearbeitet haben. Auch zu Recht auch eine Kränkung. Ja, was soll das?
Also braucht man uns auf einmal nicht mehr. Dies ist keine, natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken. Sie wurden gerufen, inzwischen gestoppt. Viele gehen wieder, manche wollen bleiben. Etwa 25%. Jeder weist die Schuld von sich ab. Dabei haben alle, oder sind alle daran schuld, dass wir diese Misere haben. Die Muslime haben es nicht erkannt, dass es etwas erfordert, wenn man Teil dieser Gesellschaft werden kann. Dass es eine andere Erziehung braucht. Keine Erziehung zum Hass, keine Erziehung, die die Welt in Gläubige und Ungläubige unterteilt, keine Erziehung mit Angstpädagogik und Angst vor der Hölle und immer den jungen Menschen dann schlechtes Gewissen einjagen, weil sie Sex vor der Ehe haben oder weil sie Alkohol trinken und so weiter, weil genau dieses schlechte Gewissen, diese Schuldgefühle auch diese jungen Menschen in die innere Abhängigkeit treiben und sie eine leichte Beute für Fundamentalisten und Terroristen auch machen. Nein, die Eltern, Hauptsache, sie wollen zwar, dass ihre Kinder nach außen gehen und wirtschaftlich erfolgreicher werden als sie, gleichzeitig moralisch und religiös ziehen sie sie zurück und hindern sie daran, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Im Gegenteil, sie warnen sie auch ausdrücklich davor und bauen somit diese gesellschaftliche Mauer, diese moralische Mauer zwischen ihnen und der deutschen Gesellschaft. Und so integriert man sich nicht. Auch mit Arbeit nicht, auch mit der Sprache nicht. Das stört Sie, dass wir sagen, dass Hijab Pflicht ist. Uff, ist Hijab Pflicht oder nicht? Es ist bekannt doch bei Nicht-Muslimen, bei Muslimen, dass die muslimische Frau sich bedeckt. Das ist ein Gebot. Das kommt nicht von mir. Von mir aus, jede Frau kann machen, was sie will. Aber wenn sie Allah liebt, dann macht sie das. Dieser Stolz, Muslim zu sein, wird immer stärker und das wird vertieft, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Und die deutsche Gesellschaft hat geglaubt oder hatte den Irrglauben, viel präziser, hatte den Irrglauben, Muslime über den Islam integrieren zu können. Und deshalb hat man dann Fördergelder an Islamverbände verteilt, hat sie eigentlich genötigt, sich zusammenzutun und so eine Art eine Kirche zustande zu bringen. Und man hat dabei nicht gemerkt, dass man eigentlich einen Erdogan-Kult mit unseren Steuergeldern finanziert hatte und subventioniert hatte. Das ist ein Skandal. Der zukunftsweisende Vertrag, den die Stadt Hamburg 2012 mit drei verschiedenen islamischen Verbänden geschlossen hat, gesteht den Gemeinden drei Feiertage zu, eigene Bestattungsriten und die Gestaltung des gemeinsamen Religionsunterrichts. Im Gegenzug fordert sie ein entschiedenes Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Nur kürzlich aufgetauchte Hassbotschaften im Netz unterlaufen das. Weihnachten und Silvester soll man nicht feiern. Christenfeindliche Propaganda aus Jugendgruppenkreisen der DITIB. Und diese Verbände haben in keinster Weise zu einer besseren Integration beigetragen, sondern genau das Gegenteil. Sie haben die Parallelgesellschaften befestigt, genauso wie die arabischen kriminellen Großfamilien das getan haben. Und irgendwie haben wir die Situation jetzt, dass wir in mehreren deutschen Städten eine unheilsame Allianz zwischen arabischen kriminellen Familien und Vertreter des politischen Islams und mit den Moscheen. Daraus ist das schöne, besinnliche Wort Friedensrichter entstanden, was ja nichts anderes ist außer Scharia-Justiz, außer Verachtung der Rechtsstaatlichkeit, außer Ermittlungsvereitelung, weil beide, Islamisten und kriminelle Familien, haben Interesse daran, dass eine Kultur des Schweigens über das Ganze herrscht, dass man nicht zur Polizei geht, damit dann die kriminellen Machenschaften von beiden Seiten unter den Teppich gekehrt werden. Hassan Alouche ist Friedensrichter in der dritten Generation. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit gibt es in Deutschland inzwischen eine Paralleljustiz.
Wie in vielen arabischen Ländern und auch in der Türkei schlichten sogenannte Friedensrichter sogar schwere Straftaten ohne Polizei und Gericht. Der gebürtige Libanese ist kein Jurist. Er lebt von Hartz IV und sagt, er arbeite ehrenamtlich. Also die Flüchtlinge kamen schon zu uns, als es bereits im Land einen geistigen Bürgerkrieg geherrscht hatte. Und das irgendwie zu lösen mit ein paar symbolischen Sätzen, wie wir schaffen das, oder der Islam gehört zu Deutschland, oder wir leben in einer bunten, multikulturellen Gesellschaft und Deutschland ist viel schöner und viel, ja, vielleicht ist Deutschland spannender geworden für Schriftsteller und Krimi-Autoren, aber nicht für eine Frau, die jetzt alleine joggen gehen will. Wir können das auch konkret messen, wie das Gemüt der Leute sich verändert hat, wie die Angst. Ich lebe in diesem Land seit 23 Jahren und ich sehe, worüber wir dann früher diskutiert haben und worüber wir heute diskutieren. Und früher hat man über Dosenpfand und Mülltrennung gesprochen. Man hat debattiert über das Recht auf Faulheit. Das hat mal dann Schröder ins Leben gerufen, diese Diskussion. Und jetzt, worüber schreiben wir, was steht in den Zeitungen jeden Tag? Irgendwas über Probleme, Kriminalität, Terrorismus, Angst vor dem Terrorismus. Der Nahost ist unser Thema die ganze Zeit. Der Nahost dort und der Nahost hier. Gazastreifen dort und Gazastreifen ab dem Hermannplatz. Das sind die Probleme, die uns jetzt beschäftigen. Und das Witzigste daran ist, man hat die Probleme, die mit den Flüchtlingen gekommen sind, auf die Probleme, die schon immer da waren, zusammengelegt und sagt, jetzt geht's besser. Wie? Das war Ach gut Pogo mit einem Teil der Interviewserie mit Hamed Abdel-Samad. Die Fortsetzung sehen Sie bald hier. In dieser Serie wird es am Ende auch um die Frage gehen, wie die Integration denn zu schaffen sei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Am besten, Sie abonnieren unseren YouTube-Kanal und Förderer sind uns natürlich jederzeit willkommen.